der gute Rosi, der gute Rosenthaler Platz. Also so ein weltberüchtigter Platz in Berlin-Mitte, könnte man sagen. Denn da ist immer sehr viel Trubel auf jeden Fall. Und Alex dachte sich so, als wir miteinander geschrieben haben, okay, ich hätte gerne so ein bisschen so Fotos in der belebenden Stadt mit dem passenden Outfit. Und ich dachte dann so, okay, dann wäre vielleicht der Rosenthaler Platz nicht verkehrt. Also haben wir uns am Rosenthaler Platz getroffen, haben selbstverständlich erstmal ein bisschen geschnackt, haben uns so ein bisschen kennengelernt, weil wir das erste Mal miteinander überhaupt kommuniziert haben, beziehungsweise das erste Mal Shooting. Während dieses Gesprächs habe ich auf jeden Fall mitbekommen, in welche Richtung ich dann die Location am Rosenthaler Platz aussuche. Und da war mir dann sofort klar, okay, um halt so gut wie wenig mit Menschen in Kontakt zu kommen, auch wenn Menschen eventuell irgendwie auf einem Foto mal drauf sein sollten, beziehungsweise Autos oder die Tram, die da lang fährt, war ich in erster Linie gleich so, okay, dann lass uns da drüben hingehen. Also wir standen noch gegenüber, zwischen den beiden Straßenspuren und der Tram, denn dort war wirklich sehr, sehr viel Platz und wir konnten uns mehr oder weniger austoben. Und bevor das Shooting losging, habe ich mir nochmal Alex' Outfit angeguckt und musste dann nochmal sagen, okay, vielleicht tauschen wir nochmal die Schuhe, weil die anderen Schuhe einfach besser passen als die Schuhe, die sie schon anhatte. Also fix Schuhe getauscht, dann die erste Position gesucht und ein, zwei Testshoots gemacht, damit sie erstmal gucken kann, okay, wie sieht das Ganze aus, passt das Ganze für sie auch wirklich gut zusammen, weil natürlich kann ich als Typ immer sagen, für mich sieht das sehr, sehr gut aus und das harmoniert alles perfekt. Aber am Ende muss das Model natürlich auch in dem Outfit sagen, okay, ja, das harmoniert alles perfekt, das passt hier definitiv in diese Location. Und daraufhin konnten wir auch loslegen. Bei dem Shooting habe ich es wie sonst auch gemacht. Ich habe sie mal auf die Kamera zulaufen lassen, mal von der Kamera weglaufen lassen. Ich habe sie einfach mal stehend irgendwo hin positioniert und bin dann mal dichter, mal weiter weggegangen. Also ich bewege mich ja grundsätzlich eher, als das Model sich bewegt. Ist natürlich immer abhängig von der Location und welche Idee hinter dem Foto steckt. Aber normalerweise ist es so, dass ich mich dann mit meinem 35mm Objektiv von A nach B bewege, um dann zu gucken, okay, ja, hier, das sieht gut aus und ja, so finde ich das. Und dann ändert man nochmal die Position, ändert man nochmal den Gesichtsausdruck, vielleicht die Hände ans Gesicht, vielleicht die Hände weg vom Gesicht, vielleicht mal so ein Hohlkreuz. Und alle Ideen, die ich hatte, haben wir umgesetzt. Wenn Alex noch eine Idee hatte, haben wir die natürlich auch umgesetzt. Selbstverständlich, wie es üblich ist, wenn eine Tram vorbeigefahren ist, haben wir auch eine Tram mit fotografiert. Also nicht nur die Tram, sondern Alex und die Tram. Selbstverständlich. Bei diesem Bild konnte ich mich beispielsweise nicht für einen Look entscheiden im Nachhinein. Also wenn du dir diesen Look anschaust und dann diesen Look, da bin ich mir immer noch uneins, welcher Look jetzt wirklich der bessere ist. Also meinst du, Look 1 ist besser als Look 2 oder sagst du, Look 2 ist besser als Look 1? Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie deine Meinung dazu ist. Und während dieses Shootings habe ich schon weiter hinten gesehen, oh, da sind so ein bisschen Leuchtreklameschilder. Sie ist also für mich, okay, Alex, sobald wir hier fertig sind, gehen wir nochmal da hinten hin, um zu gucken, ob wir nicht da noch ein, zwei Fotos erstellen können, die vielleicht sogar mit dem Outfit perfekt harmonieren. Und da haben wir so 5 bis 6 verschiedene Posen gemacht. Währenddessen wurde natürlich auch wie immer gehupt und irgendwelche Sprüche kamen aus den Autos heraus. Hat uns aber nicht gestört, zum Glück. Zum Glück muss man dazu sagen, manchmal ist das ja auch so, dass es dann wirklich störend ist. Diesbezüglich ging das aber alles klar. Und da ist dann beispielsweise dieses Foto entstanden und du siehst halt, dass es wunderbar miteinander harmoniert. Zumindest in meinen Augen. Vielleicht siehst du ja was anderes oder denkst du so, nee, da hätte sie eher ein anderes Oberteil anziehen müssen oder. Ich fand es in dem Moment gut und ich finde es heute auch immer noch gut. Von daher ist es für mich auf jeden Fall ein sehr gelungenes Foto. Und einstellungstechnisch ist das halt auch immer so eine Sache. Wir waren so Pi mal Daumen 15 Uhr, glaube ich, da. Also ich würde behaupten, dass wir so gegen 15 Uhr angefangen haben zu shooten. Blende war diesbezüglich auf 1.4. Verschusszeit, ja, die lag dann so zwischen 1/2000stel bis 1/4000stel, je nachdem, wie ich gerade die Kamera gehalten habe. Und mein ISO-Wert, wie immer, bei 200. Und was ich dazu immer sage, diese Einstellungen sind keine Einstellungen, die du unbedingt nutzen musst. Du musst selber entscheiden, welche Blende, welche Verschlusszeit und welcher ISO-Wert dein Bild prägen sollen. Das war also eine weitere Fotolocation Inspiration, diesmal mitten aus der Stadt von Berlin. Und ich könnte mir vorstellen, dass du so eine Location in deiner Stadt auch hast. Oder zumindest etwas Ähnliches, mit dem du dann arbeiten kannst, um wunderbare Fotos zu erstellen.
Solltet ihr dieses Video gefallen haben, würde ich mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die sehen, dass in Berlin-Mitte am Rosenthaler Platz, beziehungsweise kurz um Rosi, wunderbare Fotos entstehen können. Dann gibt es hier zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.